Die meisten von uns kennen das unangenehme Gefühl, zu Beginn eines Schreibprojekts vor einem leeren Blatt Papier zu sitzen. Man starrt den Bildschirm an und der Bildschirm starrt einfach nur so zurück. Selbst wenn man es mal fertig bringt, einen Gedanken zu Papier zu bringen, stoppt man sich oft gleich wieder, weil einem eine bessere Formulierung einfällt. Aber meistens kommt man gar nicht so weit, weil man sich schon im Kopf korrigiert. Man formuliert gedanklich, was man sagen will, aber bevor man es aufschreiben kann, denkt man sich: Nee, das kann ich doch besser sagen. So sollte ich das nicht aufschreiben. Das klingt abgedroschen. Und das kann man ewig weitermachen, aber weiter bringt es einen bestenfalls nur sehr langsam. Der Trick, den erfahrene Schreibende nutzen, um mit dieser Schwierigkeit umzugehen, ist eigentlich ganz einfach. Man schaltet diese innere Stimme einfach mal stumm und schreibt ganz frei drauf los, egal ob das Geschriebene gut oder schlecht ist. Klar entsteht dabei auch viel Müll, aber das ist gar nicht schlimm. Denn erst wenn man alles mal auf dem Papier hat, kann man den Müll von den guten Ideen trennen und so eine bewusste Entscheidung darüber treffen, in welche Richtung man den eigenen Text weiterentwickeln will. Vielleicht denken Sie sich jetzt: Okay, schöne Idee, aber einfach drauf losschreiben ist leichter gesagt als getan. Und das stimmt, es ist eine Technik, die man erst einmal lernen muss. Ich möchte Ihnen deshalb hier eine Methode vorstellen, mit der Sie in diesen Schreibfluss kommen können, das sogenannte Freewriting. Öffnen Sie zunächst ein neues Dokument oder legen Sie sich ein unbeschriebenes Blatt Papier bereit. Falls Sie am Computer schreiben, stellen Sie die Schriftfarbe auf Weiß, damit Sie nicht in Versuchung kommen, sich zu korrigieren. Genau das soll mit dieser Übung vermieden werden. Stellen Sie sich einen Timer auf 10 Minuten und fangen Sie dann an, über Ihr gewähltes Thema zu schreiben. Lassen Sie sich nicht ablenken und halten Sie Ihren Stift bzw. Ihre Finger in Bewegung, sodass Sie kontinuierlich schreiben, egal was. Sie können Grammatik und Rechtschreibung missachten, ohne Punkt und Komma schreiben und auch abwegige Gedanken ausformulieren. Wichtig ist nur, dass Sie ununterbrochen schreiben, bis der Wecker klingelt. Nach diesem Schreibmarathon stellen Sie die Schriftfarbe wieder um und lesen sich das Ergebnis durch. Überlegen Sie sich dabei, was die Kernidee von dem ist, das Sie geschrieben haben. Gab es einen zentralen Gedanken, um den sich Ihr Schreiben gedreht hat, oder eine Passage, die Sie besonders interessant fanden? Sie können auch so darüber nachdenken. Sie suchen in Ihrem Text jetzt nach etwas, das es sich lohnt, anderen mitzuteilen. Die Übung ist jetzt aber noch nicht abgeschlossen, denn die Idee, die Sie in Ihrem Text entdeckt haben, bildet jetzt den Ausgangspunkt für ein weiteres Freewriting. Indem Sie diese Technik mehrmals hintereinander anwenden, legen Sie Stück für Stück das frei, was Sie an dem Thema eigentlich interessiert und was so als roter Faden für Ihre Arbeit dienen kann. Ich zeige Ihnen das gleich mal anhand einer Webanwendung für Freewritings, writingtool.com. Diese Seite hat den Vorteil, dass Sie durch verschiedene Optionen eine Schreibumgebung schaffen können, die Ihnen das Drauf-Losschreiben erleichtert. Ich deaktiviere zum Beispiel mal die Rücktaste, damit ich mich nicht korrigieren kann, stelle den Timer auf 10 Minuten und aktiviere den Blindschreiben-Modus. Das hat einen ähnlichen Effekt wie die Schriftfarbe auf Weiß zu stellen. Allerdings ersetzen all diese Möglichkeiten natürlich nicht das Gefühl, per Hand mit Stift und Papier zu schreiben, also falls Sie sich damit wohler fühlen, können Sie Freewritings natürlich auch analog durchführen. So oder so sollte man sich vor Schreibbeginn nochmal kurz bewusst machen, worüber man eigentlich schreiben will. Ich werde mir hier zum Beispiel schriftliche Gedanken über einen gelesenen Text machen und dann kann man loslegen. Wie Sie sehen, verschwimmt alles, was ich schreibe, sofort, sodass ich zwar sehen kann, dass mein Text wächst, ihn aber nicht lesen und korrigieren kann. Im fertigen Text werden so zwar eine Menge Tippfehler und einiges an Unsinn drin sein, aber das ist egal, denn normalerweise sehen ja nur Sie selbst das Ergebnis und können sich daraus dann die guten Passagen rauspflücken. Durch dieses Vorgehen lernt man übrigens auch, sich von geschriebenen Texten zu trennen, was vielen von uns sehr schwer fällt, aber notwendig ist, um das eigene Schreiben weiterzuentwickeln. Auch wenn es beim Lesen von Fachliteratur manchmal so wirkt, schreibt niemand auf Anhieb den perfekten Text, deshalb müssen Sie diesen Anspruch auch nicht an sich selbst haben. Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass auch die besten Werke, die Sie im Studium lesen, die Endprodukte langwieriger Schreibprozesse sind, bei denen nur ein Bruchteil des Geschriebenen tatsächlich in der Endfassung landet. Durch Freewritings nähern Sie sich diesem Prozess an, ohne direkt an der ersten Rohfassung verzweifeln zu müssen.
Nach 10 Minuten wirft mich das Programm dann automatisch aus dem Schreibfluss raus und zeigt mir das Ergebnis an. Wie Sie sehen, ist der Text relativ wirr, weil ich wirklich erstmal alles aufgeschrieben habe, was mir zum Thema eingefallen ist, um meine Gedanken weiterzuentwickeln. Wenn ich das so durchlese, habe ich den Eindruck, dass diese Passage hier einen interessanten Punkt aufwirft, deshalb werde ich darüber mein nächstes Freewriting schreiben. Vorher kopiere ich mir den gesamten Text aber noch in ein Word-Dokument, denn speichern kann man auf dieser Webseite nichts. So können Sie sich aber wenigstens auch sicher sein, dass wirklich nur Sie den Text zu lesen bekommen. Für den nächsten Durchgang werde ich probieren, die Idee aus dem letzten Freewriting genauer auszuführen und in eine lesbarere Form zu bringen. Dafür stelle ich mir vor, ich würde einen Text für bestimmte LeserInnen schreiben, um ihnen zu erklären, warum ich genau diesen Aspekt spannend fand. Der Unterschied zum ersten Durchgang besteht jetzt darin, dass ich mir diesmal überlegen muss, wie ich bestimmte Informationen verständlich vermitteln und Ideen überzeugend präsentieren kann. Indem man sich diese Art von Ziel setzt, kann man Freewritings auch nutzen, um erste Textteile für das eigene Schreibprojekt zu produzieren. Das Ergebnis ist zwar immer noch kein fertiger Text, aber diesmal lässt sich schon eher eine leserfreundliche Struktur darin erkennen und manche der spontanen Formulierungen sind gar nicht so schlecht. Auf dieser Basis lässt sich jetzt auf jeden Fall viel besser aufbauen als auf einem leeren Blatt Papier. Genau dafür ist das Freewriting nützlich. Probieren Sie es also einfach mal selbst aus, wenn Sie das nächste Mal beim Schreiben ins Stocken geraten.